haben es immer gecheckt und es wurde im Grunde genommen, es wurde herausgefunden, dass wenn du Ananassaft konsumierst, was Ananassaft hat ein spezielles Enzym, was den Zucker anders in deinen Blutkreislauf geraten lässt und irgendwie in andere Regionen deines Körpers. Und es ist tatsächlich möglich, das Sperma süßer schmecken zu lassen. Aber das Geile ist halt, Corti, das ist eigentlich ab 1,5, wenn nicht sogar eher ab 2,5 Liter erst möglich. Ich muss erst mal 2,5 Liter von der Plörre saufen. Hast du schon mal probiert bei dir selbst? Nein, mal no alle Mann, der Podcast, Übrigens, übrigens, die Spermamenge pro Ejakulation beim Menschen oder beim Mann in dem Fall sind ja 1 bis 5 Milliliter. Ne? Also auch die Mengen sind dann auch relativ begrenzt und du weißt, beim zweiten Mal wird schon anstrengend und weniger. Beim vierten Mal kommt nur noch so heiße Luft raus. Da ist ein Blauwal, nur mal so als Vergleich.